Willkommen, total unrechtfertig, zum 11.09.2016. Der 11.09. USA. Jeder weiß sofort Bescheid. Wer weiß ja was vom 10.09.? 10.09. Am 10.09. wird jedes Jahr im September bei der Firma Schley Blumenparadies Richtung Ratingen unterhalb Düsseldorfer Flughafen Kölner Straße ein riesengroßer Weihnachtsmarkt aufgebaut. Am 10.09. jedes Jahr. Am 11.09. waren die Twin Towers in allen Nachrichten zu erleben. Am 12.09. vor 333 Jahren, wäre Wien eingenommen, wären da nicht die polnischen Panzerreiter gekommen und hätten die Türken in die Flucht geschlagen. Der September also ist der Monat, woran wir uns erinnern. Jetzt erinnern wir uns natürlich nicht im September, doch auch am 5. Ja, 4. 5. September wurden die Schleusen eröffnet. Keine Mauer. Keiner hat Lust, eine Mauer zu errichten. Die Deutschen schon mal gar nicht. Die reißen alle Mauern ein. Hurra, hurra, Allah Bagdad. Alles ist wieder da. Deswegen, am 5. kam das Arabische wieder über uns. Am 10., am 11., am 12. September eines Jahres war immer was los. Aber keiner erinnert sich oder will sich nicht erinnern an das Jahr 1966. 1966, Kalter Krieg, da wären so manch einer von euch allen zwischen 12 und 25 Jahre alt oder die neue, the new generation Y-Generation von 15 bis 45 gar nicht unter uns. 1966 wäre beinahe der Dritte Weltkrieg ausgebrochen und da hatte nichts mit Ausländern zu tun, mit Überrennung von Arabisch oder so. Nee, vier Mächte hatten sich in der Wolle. Und jetzt hier und heute, am 11. September 2016, in der Erinnerung der amerikanischen Geschichte, springen wir doch einfach mal hierhin, zu Deutschland, zu der großen Simulation. Wo das Verfassungsgericht 1989 gesagt hat, dass es dieses Deutschland gar nicht gibt. Ja, keiner wagt sich an das Jahr 1937, keiner. Man verdummdäubelt 25 zu 12, also 12 bis 25 werden verdummdäubelt und die von 15 bis 45 werden manipuliert und missbraucht. Wir, die Generation 55 plus, wir denken nach und halten die Klappe. Wir sagen nichts. Meiner einer auch, 50 plus, weit drüber, 55 plus, hält nicht mehr die Klappe. Nein, ich spreche, ich sage. Wir haben jetzt die elektronische Welt. Die elektronische Welt, die halt durch Samsung, LG und iPhone und wie die alle heißen, in aller Munde, in aller Hand, als Smartphone, als Tablet, als elektronisch. Elektronische Welt, elektronische Kommunikation und die sozialen Netzwerke. Geil, soziale Netzwerke. Da sitzt jetzt so eine wunderschöne Frau und sieht im sozialen Netzwerk bei Facebook, ey du Schlampe, oh, und wettert los. Geil, ne? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, dass man jetzt bei Facebook so richtig loslegen könnte? Oh, so richtig so. Oh. Aber 66 hätten wir beinahe den Dritten Weltkrieg gehabt. 66 hatten wir auch die Schweinebucht, Kuba-Krise. All diese Krisen haben dafür gesorgt, dass wir jetzt 2016 so frohlockend vor einer Kamera sitzen und sprechen dürfen. Ja, jeder von uns. Ja, dieses Video. Ich kann jetzt angegriffen werden. Ich habe ja nichts zu sagen. Ich bin ja dumm. Ich komme ja aus NRW. Oh, NRW. Auch so eine Sache. Lutz van der Horst kommt aus NRW. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich aus NRW stammt. Was ist denn NRW? NRW ist die Hochzeit zwischen Ländern. Deswegen ist das so ein großes Land geworden. Meine Heiler kommt aus der Kulturhauptstadt 2010, nennt sich Stadt Essen.
nichts los, kann man vergessen. Ja, ist nicht allzu viel los. Sich ein Zollverein, so ein Gemäuer da sich anzuschauen, ich weiß nicht, ob das lukrativ wäre. Ich weiß es nicht, müsst ihr selbst entscheiden. Ich wieder, wie gesagt, auf dem Weihnachtsmarkt wie am 11. September 2001. Nun, 11. September, 10. September 2016, wieder im Blumenparadies Schlei, wieder auf einer großen weihnachtlichen Fläche und schaut nach draußen, schaut bei euch durchs Fenster und wieder die Sonne lacht. Ja, wir haben ja Spätsommer. So meistens sollten die Kinder im September Ferien bekommen, weil meistens im September die Sonne lacht. Aber die Politiker, ach und krach, machen ja sowieso, was sie wollen. AfD jetzt in aller Munde ist klar, AfD in aller Munde ist logisch, weil die Altparteien haben keine Lust, sich zu bücken und das Grüne aus den Ritzen. Das Grüne ist das Unkraut, seit 1988 wächst es. Grün, Bündnis 90, so grün, wie die Wiesen, so grün, ach so blühen. Ja, und das Unkraut sprießt aus allen Ecken, aus allen Ritzen. Und keiner wagt es, die zu pflücken. Ja, habt ihr schon mal Unkraut versucht zu pflücken? Habt ihr schon mal Unkraut versucht zu vernichten? Habt ihr schon mal Unkraut aus den Ritzen rausgeholt? Wisst ihr überhaupt, wie schwer das ist? So, und deswegen haben die sich gedacht, ach, wisst ihr was, wir basteln uns da eine neue Partei, die sogenannte AfD. Ja, alle pflücken die Grünen, da, die AfD. Ne? Alle pflücken die Grünen in Deutschland, die AfD. Ja, lass sie mal pflücken. Wir wollen hoffen, dass Grün und Bündnis 90 eines Tages mal verschwindet. Links gehört zum Osten, links soll auch bleiben, weil Osten und Westen ist ja jetzt ein Klumpatsch. Wir haben keine Mauer, wir haben keine Zäune, bei uns kann jeder rein, kann jeder raus. Ja, irgendwann kann keiner mehr raus und dann wird es eng, dann wird es sehr eng. Aber egal, bis dahin haben wir ja noch lange, lange Zeit. Also jetzt darf hier jeder rein. Ne? Wenn so 50 plus, 55 plus sagt, wir hätten gern ein neues D, ein wunderschönes D, ein buntes D. Schon geht es ja los mit den anderen vier Buchstaben. So, die anderen vier Buchstaben, N-A-Z-I da, Nazi, meine lieben Freunde. Ein Nazi ist eine Person, der mag absolut den Kommunismus nicht. Absolut nicht, nee, mag er nicht. Mit der Demokratie hat er auch nicht so, findet mehr so in seinem Ich, ne? Frohlocken, sich einen Staat aussuchen, dahin gehen. Staatsbürger werden und dann loslegen. 33, 45 wurde es einmal so richtig vorgemacht. Und ihr seht, es klappt. Es klappt. Wir warten jetzt auf den nächsten Rhetorikkünstler, der uns vielleicht sagt, ey Leute, steht auf, wir marschieren hier. Wer weiß. Rhetorik, Lyrik und einer, der Hoffnung schenkt. Ja, aber er ist heute, 2016, am 11.09. kein Nazi. Es gibt gar keinen Nazi, das ist ja das Problem. In den 70ern hatte die Regierung natürlich Ärger mit den Nazis, weil da war alles noch so ein bisschen, 70er Jahre, lang, lang ist her. Ist klar, wie gesagt, 66 hat es ja bald gerumst, der Dritte Weltkrieg. 4 Jahre später ist ja klar, da war alles so ein bisschen auch in Aufruhr. Aber bis 1990 war alles einigermaßen in Ordnung. Von 1945 bis 1995 konnte man so richtig Geld verdienen. Richtig Geld verdienen, ja, so richtig, boah. Ja. Und ihr seht doch selber, die verdienen da immer noch Geld. Immer noch, hallo? Autopleite, um Gottes Willen, hier habt ihr Millionen. Milliarden, kein Thema. Griechenland, um Gottes Willen, Griechenland. Mein lieber Grieche, komm, ey, halt die Füße still. Du kriegst Milliarden, Millionen, komm, ganz ruhig. Banken, auch Banken, um Gottes Willen, da haben wir Regenschirme immer. Unter den Regenschirmen haben wir Pakete und in den Paketen ist ganz viel Kohle. Haha, Milliarden, Millionen. Okay. Die Klügsten unter euch wissen ja genau, wovon ich jetzt rede. Ich spreche jetzt die Klügsten an, die meistens Ruhe geben, weil auch ich meistens Ruhe gebe. Regulär gesehen ist noch nichts passiert. Regulär betrachtet ist alles noch im grünen Bereich. Da sind wir wieder beim Kernthema des Unkrauts, das keiner zupfen will, das vor sich dahin vegetiert und aus allen Ritzen quillt. Das Grüne, die Grünen, das Bündnis. Wovon ich jetzt spreche, es liegt alles im grünen Bereich, ist ja, dass das 1% Kapital, das das Sagen hat, wie Samsung, LG, um mal ein paar Namen zu nennen, oder Facebook natürlich, oder Google, ne, mittlerweile. Ja, keiner von euch weiß, dass 1995 an sich nach der CeBIT das Web-TV kam, Web 2.0, ja, dass
Ja, dass das überhaupt kam, dass da Kommerzen, also dass da Gruppen waren, die wirklich toll unterwegs waren. Und du.de Community zum Beispiel von der Firma web.de, die hatten das wirklich gemacht. Ning.com war auch so eine tolle, doch wirklich, Ning.com, da konntet ihr Website machen, die waren gigantisch. Nun, jetzt spricht 2016 Google, Sony, LG, Facebook, ja, Facebook weiß ja noch nicht einmal, was 1979 Vietnam, was da an Bilder wichtig waren. Der Journalismus war mal wichtig. Vor sehr, sehr langer Zeit, springen wir mal noch mehr zurück, 44, 45, wo so der Krieg so langsam zu Ende ging. Nach dem D-Day in Frankreich marschierte Stoßtrupp Gold. Stoßtrupp Gold, jetzt als Spielfilm auf DVD, Blu-ray und natürlich davor auf VHS zu sehen, war der größte Skandal, der bis 66 bzw. 69 geheim gehalten wurde. Watergate-Skandal zum Beispiel und das ganze Gold und Nixon. Also 44, 45 war der größte Goldraub aller Zeiten, Stoßtrupp Gold. Die Alliierten, einige Amerikaner wussten, dass in Frankreich ganz viel Gold stationiert war, aber nicht nur da, Oberwalzwerk, da sage ich jetzt mal, in Bayern. Also das bayerische Imperium des Adolf Hitlers hatte so viel Gold in seinen Kellerräumen und Kunstgegenständen, dass auch da alles radikal ratzfatz weggenommen wurde. Nur die Lebensmittel durften die Einheimischen sich holen, wollten die Amerikaner nicht oder die Alliierten, sagen wir es mal so. Ja. Was sagt uns das? 333 Jahre. 333 Jahre am 12.09. vor den Toren von Wien mit 800 Kanonen haben die Türken dort gefeuert. Dann kamen die eisernen Ritter, ja, mit ihren eisernen Pferden aus Polen und haben die dann unter Einsatz ihres Lebens diese Türken vor Wien zurückgeschlagen. 333 Jahre. 1966 hätten wir beinahe den Dritten Weltkrieg gehabt, ist kein Scherz. Dann hätte es diese Jugend von heute vielleicht gar nicht gegeben, vielleicht auch nicht diese Technik. Noch viel schlimmer sagen ja die geschichtlichen Leute sagen immer, könnte es sein, wenn die gewonnen hätten, wäre es heute alles schlimmer. Wer weiß, was ist überhaupt schlimm? Also noch einmal zum Mitschreiben. Schlimm ist es nur in den Medien. Wisst ihr auch, warum ich diesen Videobeitrag gemacht habe? Am 11., also am 10. war ich ja auf dem Weihnachtsmarkt. Schlei. Na, bin ich jedes Jahr, ich komme auch gerade daher. Ich bin jedes Jahr da bei Schlei. Und gucke mir Weihnachten im September an. Macht Spaß. Und dann ein Eis essen, dann so ein bisschen auf Halloween einstimmen für Oktober. Ist ja alles auf einer Fläche. Okay, so, wenn man da so lang schlendert und weiß, wir haben September, draußen scheint die Sonne, du bist auf weihnachtlichem Gebiet. Ja, und dann hörst du die Daten. 11.09., 10.09., 5.09. Also ergo September. Der September mit seinem Spätsommer bringt uns also Geschichte. Und diese Geschichte formt uns eine mögliche Zukunft. Herr Seehofer sagt immer, Bayern ist nicht Deutschland. Und Deutschland ist nicht Bayern. Herr Seehofer möchte ARD, ZDF zu einem verbinden. Herr Seehofer möchte eine Menge. Er tut aber nichts. Wir hier in NRW werden beschimpft, weil wir hier in NRW ja, komm, warum weiß auch ich selbst nicht, warum hier in NRW so beschimpft werden. Ja? Van der Horst kommt aus NRW, spricht mit der AfD und dabei müssten wir der AfD eigentlich gratulieren, dass die das Unkraut Grün Bündnis 90 zupfen, rupfen und was weiß ich wollen. Die freuen sich zwar, dass sie jetzt Frau Merkel eine Schelte verpasst haben. Das war am 4. Ja, am 4. September war das. Auch immer September, schon mal gemerkt. Okay, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ach ja, ich habe hier auch noch sowas. Hier, den Brexit. Den Brexit. Ne, London, England. Dann haben wir Spanien. Wir haben also im September, so der Brexit kommt in 2 Jahren in England. Wir haben jetzt Spanien im September, die haben seit 8 Monaten keine Regierung und die Spanier merken nichts davon. Die Spanier merken nichts davon, dass sie keine Regierung haben. Irre, ne? Die müssen nämlich noch eine bilden. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. EU. Eine Union. EU. Ein Unikum.
keine Ahnung, also jedenfalls dieses Europa ist nicht mein Europa. Ich bin Generation Mitte, über 55 plus und habe einfach keinen Bock mehr, mir den ganzen Driss anzuhören. Ich sitze jetzt selbst vor dieser Kamera, spreche darüber, 333 Jahre im September, Wien und diese Geschichte, dann der 11. USA, die Geschichte, 5. September mittlerweile, die Geschichte von Frau Merkel. Ja, September, der September, Hammer. Als Star Wars Fan kann ich nur sagen, ich freue mich immer im September, dass jetzt bald Weihnachten ist. Das ist circa 100, sagen wir mal so, das sind circa 15 Wochen. Also im September sind es dann immer so 15 Wochen, bis dann ein Star Wars Film gezeigt wird. Ja, an sich ist alles gar nicht so schlimm, nur in den Medien ist es schlimm. In den Medien wird immer alles um 300% angehaucht. Alles ist 300%, hurra, alles ist 300%. In Wirklichkeit ist ja alles nur 3%. Ja? Wer jetzt dieses Video gemocht hat und wer die Daten erfasst, 333 Jahre in Wien und polnische Reiter haben das Ganze für Wien gerettet. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Kriege unserer Väter, Urväter, Urgroßväter und dessen Väter ist nicht der Krieg von uns. Auch der mögliche Krieg von 1966, beinahe durch diese vier Mächte, beinahe in der Schweinebucht, beinahe Kuba-Krise ausgelöst. Der Tod von Kennedy, der Tod von Abraham Lincoln, das sind also Zeitgeschichten, wo irgendwas passiert ist, aber in Wirklichkeit nichts passiert ist. Ja. USA gibt es schon ultra lange. USA ist an sich ein Einwanderungsland. USA ist an sich ein, ja, ein Investor, ein Invasor. USA ist über 230 Jahre alt und wenn man so nachliest hier so, denn dank der Elektronik hat USA schon 220 Kriege geführt. Und ich meine, kriegt ja immer noch. Wenn man also die Fernsehanstalten, die 300% mehr machen, aus diesen 3% 300% machen. Ich war ja live dabei, ich habe ja den 9.11. live erlebt, auf 100 Fernseher. 100 Fernseher in einer Rundfunkabteilung der Firma Karstadt AG lief da dieses eine Programm. Aber wir haben arbeiten müssen, weil dem Kunden war das egal. Der Kunde wollte haben, ich war zu dem Zeitpunkt noch Spielwaren, wie heute auch. Sega, Nintendo, Sony kloppten sich um ihre Umsätze. Virgin of Kingsoft auch. EA Sports. Und wie sie alle geheißen haben. Ja, es war die Zeit. Ja, was für eine Zeit war das? Was für eine Zeit war das? Merkt ihr eigentlich nicht, die Zeit ist doch hier voll. Die Zeit ist doch hier drin. Ne? Die Zeit ist doch hier drin. 333 Jahre Wien. Klick, klick, klick. Ne? 333 Jahre. 1966. Klick, klick, klick. 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 9., also September. Alles steht hier drin. Alles steht hier drin. Und jetzt guckt mal raus. Macht das Fenster auf. Guckt einfach mal raus. In eurem Land. Denn jetzt mache ich mal den großen Abschluss hier. Das D ist seit 1989 öffentlich durch den Verfassungsschutz, Verfassungsgericht, öffentlich angeprangert, Schlusssatz, Deutschland existiert nicht. Keiner will das Deutsch zurückhaben von 1937. So müsste aber an sich. Es müsste aber an sich genommen werden, gemacht werden und neu formatiert und neu erledigt auf den Weg gebracht. An sich sollte es so sein. Das ist aber nur juristisch, wir sind Menschen, wir haben mit Juristerei. Das ist für uns ein Einerbrei, aber kein Bock. Aber wenn wir einen wunderschönen Staat hätten haben wollen, also einen richtig schönen, wunderschönen Staat haben wollen, mit allem drum und dran, mit allem Freiheit, also frei sind wir ja, sonst könnte ich ja gar nicht so öffentlich reden. Vielleicht sind wir auch viel zu frei, kann das sein? Kann es sein, dass wir viel zu frei sind, dass wir so frei sind, dass wir alles vergessen, 333 vor Wien, wer wirklich Wien gerettet hat? 1966, beinahe hätte es gerumst. Und dann hätte es die Jugend gar nicht von heute gegeben. Vielleicht auch die Technik nicht.
44, wenn die nicht gewonnen hätten, die da gekommen sind mit ihren 5000 Schiffen. Was ist denn heute? 2016 kommen ja auch etliche Schiffe, zwar keine 5000 Schiffe, aber man fühlt es, dass da regelrechte Menschen in Massen kommen. Nun, Nordrhein-Westfalen hat 40% von allen genommen, die hier angestrandet sind, und viele fahren wirklich durch, ihr müsst mal hinhören. Nordrhein-Westfalen ist reichlich voll davon. Wenn man dann sagt, gut, machen wir einen Schnitt, 15 Bundesländer, in den 15 Bundesländern kommen nur die Deutschen rein, die ursprünglichen Deutschen, und in das größte Bundesland, das Herzstück, geben wir dann den neuen Deutschen. Alle, die kommen, sind ja neue Deutsche, sind ja Ausländer, gibt es ja nicht. Na, alles neue Deutsche in NRW. Ja? So, dann hätten wir 15 Bundesländer mit 100% Deutsch und ein wahnsinnig großes Bundesland mitten im Herzstück, und da leben dann all die neuen Deutschen. Also freiwillig ziehe ich zu Bayern, Herr Seehofer, machen Sie schon mal einen Platz frei, wenn Sie mir den Umzug bezahlen. Firma, alles kommt zu Bayern. Zieh auch Lederhose an, durfte ich ja als Kind schon Lederhose tragen. Ja, das waren die wilden 50er, 60er Jahre, IBIA. Wir, die Generation Mitte, 50 plus, 55 plus, schweigen, sagen nichts, wir schmunzeln nur. Ja, meine lieben Freunde, keiner glaubt, keiner denkt, was wäre geschehen, wenn 1966 der Dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre. Wie würde dann alles hier wohl geworden sein, was jetzt nicht ist? Euch geht's gut, allen geht's gut, es geht uns allen gut, es geht uns allen super gut. Und keiner will Unkraut, keiner will grün, keiner will zupfen, keiner will, doch einer, das ist die AfD, die will aber nicht regieren. Die AfD will nicht regieren, die will einfach nur das Grüne zupfen. Ist meine Sonne schöne Arbeit, wenn sie es täten? Nein, sie frönen sich, besser zu sein wie die CDU. Komisch. Die CDU schreit christlich und die christliche Union schreit noch mehr christlich. Sie schreit, wir sind Bayern, wir sind nicht Deutschland und Deutschland ist nicht Bayern. Ach, herrlich, herrlich. Und viele Karikaturbegeisterte, also Kritiker, also Leute, die Comedy machen, sagen wir es lieber so, also viele Leute, die Comedy machen, schreiben dann auch wunderbare, witzige Sätze, das zieht den Bayern die Lederhose aus, oder kein Bayer darf, die Obergrenze der Bayern, die nach Deutschland oder zu Deutschland kommen, muss um 200 immer und so. Ich finde es irrwitzig, was ist eigentlich los mit der Macht? Die Macht scheint doch gebildet zu sein. Die Macht war doch auf Universitäten. Die Macht haben doch Doktoren, oder? Die Macht sind Rechtsanwälte. Die Macht. Die Macht ist die größte Lobby aller Zeiten. Die Macht ist selbst eine Lobby. Und jeder Einzelne, der jetzt dieses Video wirklich verfolgt haben sollte, ist der Eigentümer von Europa. Ja, auch ich bin Eigentümer von Europa, aber alleine macht es keinen Spaß, sich das Eigentum mal anzuschauen. Da ihr auch keine Lust habt, das Eigentum Europa euch anzuschauen, euch Gedanken zu machen, soll man das Europa schließen? Sollten wir uns selbst mal genießen? Sollten wir wirklich alles formatieren, alles neu machen, auf den Weg bringen, ein buntes D erzeugen, ein buntes D auf den Weg bringen, mit einem bunten D leben? Ja, wir, die gefühlte Mitte, wir ab 50 plus, besonders 55 plus, nun, wir sollen uns richten, wir haben keine Lust. Warum, ist schon eine Frage, weil der Hochgenuss zwischen 12 und 25 liegt und die Y-Gesellschaft 15 bis 45 alles hiermit macht. Ja, sie fallen auf jeden elektronischen Müll rein, von Pokémon angefangen bis was weiß ich. Sie erleben 300% von der Wahrheit. Wir sehen nur 3%, 3% Wahrheit und erkennen, wow, vor 333 Jahren, 1966 beinahe und jetzt 2016, es ist mal wieder September und ich gehe lieber auf den Weihnachtsmarkt und esse ein Eis,
Das macht mich heiß, aber nicht so ein Scheiß.